Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assetto Corsa hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem Ray. Wie bereits in der letzten Ausgabe erwähnt, schauen wir uns heute erneut eine Streckenmod von Phoenix 77 an, nämlich den Pacific Coast Highway. Und ganz ähnlich wie bei den LA Canyons ist das Ganze echt ein Straßennachempfunden. Wir befinden uns hier an der Westküste Amerikas bei einem 23 Kilometer Teilstück der California State Route 1 zwischen Racket Point und Cape San Martin, auch bekannt als Cabrillo Highway. Und der gilt in Amerika als eine der schönsten, aber zeitgleich auch gefährlichsten Straßen des Landes. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was uns da heute erwarten wird. Erleben werden wir das Ganze im Ferrari Roma. Dabei handelt es sich um eine Fahrzeugmod, welche das MNBA Modding Team mit ins Spiel gebracht hat. Doch bevor wir im Fahrzeug Platz nehmen, möchte ich nochmal auf eine Frage im Vorfeld eingehen, die gerade nach der letzten Folge sich doch ein wenig gehäuft hat. Und zwar, wie bekomme ich funktionierenden Verkehr mit ins Spiel? Falls du die Antwort schon kennst oder dich das einfach nicht interessiert, kannst du auch sehr gerne vorspulen bzw. zum nächsten Kapitel springen. Ich lege hier wieder zwei Kapitel an. Aber für alle, die es eben interessiert, gibt es im Prinzip zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine ist, man legt einen Trackday an auf einer Strecke, die One-Way-Traffic oder sogar Two-Way-Traffic anbietet, wie zum Beispiel der LA Canyon oder eben auch hier beim Pacific Coast gibt es das Ganze. Und dann wählt man quasi bei den KI-Gegnern die Fahrzeuge aus, die man gerne als Verkehr haben möchte. Dann geht man zum Customs Shader Patch unter den AI Behavior und aktiviert dort AI Flut. Das sorgt dafür, dass eben diese Fahrzeuge in deiner Umgebung immer wieder erneut spawnen. Und dadurch hat man halt so das Gefühl, dass ja, der Verkehr sich irgendwo wiederholt und dass halt mehr Fahrzeuge sind, als du tatsächlich angeklickt hast. Da wird auch empfohlen, dass man so zwischen 10 bis vielleicht maximal 15 Fahrzeuge auch wirklich nur diesem Trackday hinzufügt. Sonst ist es irgendwo zu viel und geht auch zu sehr auf die Performance. Die Variante habe ich allerdings nicht gewählt und die möchte ich dir eigentlich auch nicht näher bringen. Es gibt nämlich noch eine viel effizientere Möglichkeit und eigentlich auch eine, sagen wir mal, optimierte Möglichkeit. Die geht auch über den Custom Shaders Patch und das kann ich dir tatsächlich hier direkt im Spiel zeigen und deswegen springen wir einfach mal an eine Straße hier am Pacific Coast Highway. Ja, und hier angekommen sei auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass ihr die Custom Shaders Patch Apps aktiviert, denn wir brauchen davon den Objektinspektor. Darüber unter Tools können wir nämlich dann den Traffic Planner aufrufen und mit dem ist es dann möglich, Verkehr spawnen zu lassen. Dafür brauchen wir aber sogenannte Lanes oder ich würde es jetzt einfach mal Routen nennen. Ich blende die hier einfach ganz kurz auch mal ein und die sind natürlich standardmäßig nicht da. Die sind auch nicht mit einer One-Way- oder Two-Way-Traffic-Variante einer Strecke da. Das ist nochmal was Separates. Man installiert da eigentlich als Laie einfach nochmal eine separate Mod, würde ich jetzt einfach mal sagen, eine separate Datei, die man dann eben auf die Hauptwelt drauflegt. Über dieses Tool könnte man auch tatsächlich selber solche Routen anlegen, ist nur sehr, ja, tüftelig, sage ich einfach mal. Und ihr seht es auch schon so ein bisschen, ich mache das mal ein bisschen auf die Seite, wobei das brauchen wir jetzt hier gerade gar nicht mehr. Und zwar seht ihr hier auch tatsächlich in diesem gelben Kästchen Kreuzungen, ja. Also man kann hier wirklich Verkehrsregeln anlegen oder sie können dir angelegt werden. Und das ist natürlich eine super geile Sache. Es gibt auch viele Modder da draußen, die für verschiedene bekannte Strecken, wie zum Beispiel hier die Pacific Coast, solche Routen anlegen. So habe ich das auch eben bei LA Canyons gemacht. Und ihr startet da einfach die ganz normale Map, einfach Practice und dann könnt ihr eben über diesen Traffic Planner den Verkehr spawnen lassen. Wenn ihr die App offen lässt und beim nächsten Mal wieder auf die Welt geht, dann spawnt der Verkehr genau so, wie ihr ihn zuvor eingestellt habt. Wir machen das Ganze einfach auch mal. Ich gehe hier jetzt auf Simulate und dann könnt ihr da einstellen, wie viele Autos ihr haben möchtet. Jetzt habe ich nur eins, ja, das fährt irgendwo jetzt rum. Wir können das aber auch erhöhen und ihr seht schon, je mehr ich das erhöhe, desto mehr kommen und wir können bis zu 2000. Und das Krasse ist, wenn ihr 2000 Autos normalerweise spawnen lassen würdet in Assetto Corsa, würde das Spiel euch zusammenbrechen. Aber das ist halt sehr ressourceneffizient. Ja, natürlich kostet es jetzt auch Frames. Ich schaffe jetzt hier nicht mal meine Frames, die ich normale gerne haben möchte. Gut, 2000 ist auch ein bisschen übertrieben viel. Machen wir mal ein bisschen weniger. Aber das kostet halt bei weitem nicht so viele Ressourcen wie eben die erstere Variante mit Trackday und mit diesem AI-Flut und so weiter. Das hier ist halt super geil. Ist eigentlich auch super easy zu installieren. Ja, ihr braucht einen Custom Shaders Patch, ihr braucht eben diesen Traffic Planner, ihr habt so eine Route, die ihr einfach auf die Hauptwelt drauflegt und let's go. Ja, also super cool. Ihr könnt natürlich jetzt auch sagen, dass die Autos nur in deiner Nähe spawnen sollen, um da nochmal vielleicht ein bisschen Performance einzusparen. Würde ich aber nicht empfehlen, braucht man eigentlich nicht. Also zum Beispiel in dem Video
also das letzte Video mit LA Canyons habe ich sogar, glaube ich, nur 20 Autos eingestellt. Ich glaube, die spawnen trotzdem irgendwie in der Nähe, weil man hat, glaube ich, schon mehr Autos als 20 gesehen. Und ich glaube nicht, dass die so schnell diese 43 Kilometer dort gefahren sind. Ich würde jetzt hier einfach auch mal just for fun sagen, wir stellen jetzt einfach mal, keine Ahnung, 30 ein. Und dann gucken wir einfach mal, wie es ist. Kann man ja dann auch schrittweise erhöhen. Das geht ja on the fly, ist also super easy. Oder wenn irgendwas schief läuft, kann man auch noch mal kurz Restart machen. Dann spawnt das auch noch mal neu. Ja, wichtig hierbei sei halt noch erwähnt, ihr braucht auf jeden Fall separaten Traffic. Da gibt's aber auch Mods, die man installieren kann. Ich verlinke das euch alles in die Videobeschreibung. Einfach, ja, easy installieren und let's go. Also so kompliziert ist es eigentlich, wie gesagt, nicht. Ein Hoch auf die ganzen Modder, die das ganze Zeug schon angelegt haben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne auch eigene Strecken anlegen. Dazu gibt's aber bessere Tutorials irgendwo anders. Und ich möchte heute eigentlich auch jetzt nicht das im Ganzen erklären, sondern möchte ja auch weiterspringen. Deswegen mache ich das mal zur Seite, beziehungsweise ich kann das sogar eigentlich schließen. Ich brauche es jetzt hier nicht mehr. Und deswegen springen wir mal zum Auto, beziehungsweise man sieht es auch im Hintergrund, man hört es sogar auch ein bisschen, ne? Ja. Und zwar da vorne ist er, der Ferrari Roma, wie schon gesagt, vom MNBA Modding Team. Und ich finde, der sieht einfach auch schon von weitem fantastisch aus. Guckt euch mal dieses Schätzelein ein. Geil. Ja, mal Licht anmachen, auch geil. So, nice. Also ich finde ihn wunderschön, wunderbar gelungen von Ferrari. Ein moderner Ferrari, der auch so ein bisschen, ja, die klassischen Elemente so ein bisschen mit vereint. Und das war auch tatsächlich das Ziel, um das einfach vorneweg schon mal gleich zu sagen. Ferrari wollte unbedingt, ja, sich so ein bisschen an den klassischen Berlinettas inspirieren lassen. In erster Linie beim 250 GT Berlinetta Lusso oder beim 250 GT 2 plus 2. Und ich finde, das ist ihn bei diesem, ja, Front-Mittelmotor-Konzept definitiv gelungen. Und ich würde sagen, ja, wir setzen uns natürlich jetzt auch mal rein ins Fahrzeug. Und das Coole ist halt, durch den Custom Shaders Patch können wir auch solche funktionierenden Sachen haben wie Navi hier. Oder wir könnten sogar auch das, jetzt haltet euch fest, das habe ich erst rausgefunden. Also das liegt jetzt nicht nur an der Mod, das kann auch der Custom Shaders Patch. Wir können hier einfach mal die Karte auch hier aufrufen. Ja, können rauszoomen, was da noch so auf uns zukommt und so weiter. Also, ich finde das total crazy. Könnten auch, das müssten wir aktivieren, könnt auch jetzt YouTube schauen, Spotify, so, das geht alles. Das ist crazy. Das ist einfach nur crazy. Aber das lassen wir mal so stehen. Wir haben auch hier die Anzeige für den Beifahrer, die funktioniert auch hier. Finde ich super nice. Ja, also, was das Ferraristi-Herz höher schlagen lässt, würde ich einfach mal sagen. Und ja, ich würde sagen, um das Ganze vielleicht ein bisschen optisch ansehnlich zu machen, machen wir einfach mal einen, sagen wir mal, ich nehme jetzt eine krumme Zahl, einen 25-fachen Zeitfortschritt. Ja, das ist doch mal eine coole Sache. Das heißt, wir werden, glaube ich, safe in die Nacht fahren. Wir werden nämlich die Pacific Coast, so meine Idee, einmal runter und einmal rauffahren, also zweimal 23 Kilometer. Und da gucken wir jetzt einfach mal, wie das Ganze so läuft. Und vielleicht hätte ich die Traffic Planer App sogar auflassen sollen bei mir, falls der Verkehr doch zu viel wird oder wir ihn vielleicht einfach kurzerhand mal wegmachen wollen. Wäre vielleicht ja auch gar nicht verkehrt, ja, um da einfach spontan agieren zu können. Ich mache das mal hier bei mir auf die Seite. Also nicht wundern, wenn ich hier aus dem Bildschirm welche Apps schiebe. Wie es in der Videobeschreibung steht, habe ich einen 32:9 Monitor und dementsprechend habe ich nur ein bisschen mehr Platz links und rechts. Aber ich glaube, die Sicht, die ihr habt, ist trotzdem ganz cool. So, wir fahren mal raus, setzen natürlich den Blinker. Wie wir wissen, mittlerweile können wir auch uns umgucken. Ja, ich lerne ja auch mit jedem Video dazu. Und da sehen wir auch, da ist schon viel Verkehr. Ja, und das ist halt das Geile an dem Traffic Planer. Der Verkehr fährt halt auch nach Regeln, so wie die Regeln halt auch eingestellt wurden. Und das ist natürlich schon nice. So, ich hoffe, ihr habt das jetzt auch gesehen da unten, wie ich das eingestellt habe. Das ist immer ein bisschen schwierig. Oh, da kommt noch einer, den habe ich jetzt nicht gesehen. Weil ich sehe immer ja ein bisschen mehr als ihr. So, er bremst jetzt, der will jetzt irgendwo hin. So. Wir fahren mal. Oh, ich überhole mal. Weil wir es einfach können. Ja, bin mal gespannt, was auf uns zukommt. Wir hätten jetzt auch in die andere Richtung abbiegen können. Da wäre auch noch ein Teilstück gewesen. Aber ich habe jetzt mal mich für die Route entschieden Richtung San oder Cape San Martin. Ja, wir sind jetzt hier nämlich bei Racket Point gestartet. Mal gucken, was auf uns zukommt. Und ja, ihr seht schon, das ist eine schon sehr, sehr winkelige Straße. Also so besonders schnell können wir da eigentlich nicht fahren. Aber ich bin mal gespannt.
So. Und haltet euch fest, wir haben jetzt schon eine Ingame-Stunde verbracht. Ja, der Zeitfortschritt ist schon schnell. 25 Fahrer-Zeitfortschritt. Gucken wir mal. Wetter habe ich diesmal keine Veränderung drin. Straße ist ein bisschen nass, aber ich dachte so, bei einer Küstenstraße darf es ja auch ein bisschen feucht sein. Klingt schon geil, ne? Ist schon nice. Geiles Fahrzeug. Da ist viel Verkehr. Setze mich jetzt einfach hier mal hin. Zum Glück kein Gegenverkehr gerade, aber der kommt manchmal schneller, als man denkt. Ne, das ist ein parkendes Auto da vorne. Ja, heute wieder ein bisschen chilliger. Ich kann euch aber schon mal ankündigen, das nächste Assetto Corsa Video wird sehr intens. Also da geben wir richtig Knallgas, um da nicht zu viel zu verraten. Deswegen ist das vielleicht heute nochmal so ein bisschen chilliger gar nicht verkehrt. Wobei ich versuche schon hier und da dem Ganzen die Sporen zu geben. Ja, und schön auf jeden Fall an dieser Stelle, dass du eingeschaltet hast. Schön, dass du mit dabei bist. Ich hoffe, dass ich auch gerade die Frage bezüglich des Traffic-Planers bzw. des Verkehrs auch ein bisschen beantworten konnte. Ansonsten, wenn es da Fragen gibt, natürlich immer gerne raushauen. Und ja, auch vielen Dank an dieser Stelle nochmal für eure ganzen Kommentare, auch für Vorschläge, welche Mods man angucken kann und so weiter. Ich notiere mir das fleißig auch mit, also ich schreibe da immer so ein bisschen mit, was ihr vorschlägt. Kann natürlich nicht versprechen, wann was drankommt. Manche Sachen vielleicht spontan sofort, manche auch erst vielleicht ein paar Monaten oder so. Aber ruhig gerne in die Kommentare weiterhin Vorschläge machen. Oder wenn ihr selber Modder seid, hey, gerne kontaktiert mich, sagt, hey, ich mod auch was, ich habe da auch was Cooles gemacht, vielleicht willst du es dir mal anschauen. Also gerne auch auf mich zukommen. Gar kein Thema. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, wir sind ja jetzt quasi wieder am Start, ja, oder wieder am Neustart dieses ganzen Assetto Corsa Projekts hier auf dem Kanal. Oh, geil. Slow. Okay, wir machen mal lieber slow. Setze mich jetzt aber trotzdem eiskalt hier erstmal daneben. Oder vorbei, besser gesagt. Ja, schon geil. Also so Küstenstraßen, finde ich, haben sowieso immer ein bisschen was. Das ist eigentlich so perfekt, um irgendwie ein bisschen mit dem Sportwagen zu fahren. Ich glaube, wenn ich auf die Minimap schiele, ja, die habe ich links offen, deswegen auch vielleicht da der Hinweis für diejenigen, die nicht wussten bei der LA Canyons Vorstellung, wie lange wir noch unterwegs sind, beziehungsweise woher ich wusste, dass ich bald wieder am Startpunkt bin. Na, ich habe halt eine Minimap links offen, ich sehe das. Wobei wir ja diesmal auch ein Navi quasi hier jetzt ja zentral haben. Also wir sehen ja auch quasi, wo wir gerade sind. Und wir könnten, wie schon gesagt, hier unten auch nochmal das Navi zusätzlich anmachen, aber brauchen wir ja nicht. Wir haben es ja hier, das passt ja schon. Ja, und ich versuche halt natürlich das, ja, so zusätzliche Apps, UI und so weiter, möglichst aktuell nicht mit ins Bild zu machen, weil ich finde, das ist so eine cleane Optik, hat ja auch was im Video. Und wenn es jetzt nicht gerade unbedingt auf Zeiten geht, also Rundenzeiten oder so, oder wir jetzt ein Rennen machen, wo wir irgendwelche Abstände wissen müssen, also wo du auch nicht wissen musst oder so, dann versuche ich das für dich so clean wie möglich zu halten. Das ist schon cool. Schon geil hier. Ist auch geil, dieser Möwensound, den man die ganze Zeit hört, die ganze Zeit hier singen. Vielleicht von außen sogar noch mehr. Boah, sieht das fantastisch aus, oder? Voll geil. Ich glaube sogar, man kann diese Abzweigung fahren. Ich mache das jetzt einfach mal eiskalt. Auch wenn es, glaube ich, dafür nicht vorgesehen ist. Aber wir können da, glaube ich, jetzt zum Beispiel hier runterfahren. Oh. Ich feier's. Geil wäre jetzt noch, wenn es mehr animiert wäre. So funktionierende Wellen oder so. Aber ich glaube, das würde ein bisschen den Rahmen sprengen aktuell. Vielleicht irgendwann mal. Und man merkt schon, die Straße ist schon sehr uneben. Also ein Force Feedback ist schon heftig, wie das rüttelt. Und ich finde es so ein schönes Auto, jetzt mal wirklich. Ich finde den Roma echt gelungen. Deswegen habe ich da auch nicht lange überlegen müssen, den zu schnappen. Und finde ich auch sehr gut umgesetzt hier. So, hier ein paar parkende Autos. So, jetzt, wie komme ich hier raus? Das ist möglichst elegant. Moment, ich habe eine Idee. Aktionskontrolle aus.
Jetzt wird's pervers, ich sag's euch. Ah, wie ein Profi. So. Ich mach mal Traktionskontrolle. Nein, Assetto Corsa funktioniert die die Traktionskontrolle umgekehrt. 4 von 4 ist eine schwache Traktionskontrolle. Müsste man jetzt eigentlich auch sehen, wenn ich. Genau, dann quietschen die Reifen so ein bisschen. Also von dem her machen wir vielleicht mal so eine leicht unterstützte. 3 von 4, was in unserem Jaguar eher einem 2 von 4 entsprechen würde. Sei es drum. So, wir sitzen wieder richtig rein fürs richtige Feeling. Und fahren wieder hoch. Zur Straße. So. Und ja, da muss er aus der Bodenfreiheit schwierig. Uiuiui. Da sieht man, wie es wackelt, ey. Sehr geil. Oh, da kommt auch nochmal ein Fahrzeug runtergeschlichen. Guck mal, wie langsam er macht. Sicher ist sicher, denkt er sich da. Und ich baller da einfach durch. Kenn ich nix. So, zwecks der Übersicht hätte ich jetzt doch vielleicht die Außensicht lassen können, oder? Hm? Schön Blinker setzen. Ah ja, passt. Uiuiuiui. Sehr schön. Ja, gut, aber sprechen wir doch mal ein bisschen konkreter über das Fahrzeug. Wie schon gesagt, Designphilosophie den alten Berlinettas nachempfunden, aber vielleicht auch mal ein paar technische Eckdaten. Und zwar im Herzen haben wir hier einen 3,9 Liter V8 Biturbo, bekannt aus dem Ferrari Portofino. Der leistet hier 620 PS und 760 Newtonmeter Drehmoment. Das Ganze in Verbindung mit einem 8-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, bekannt aus dem SF90 Stradale. Den wir uns sicherlich auch mal noch angucken, weil da hat nämlich das MNBA-Modding-Team ebenfalls eine Mod erstellt zum SF90. Also den gucken wir uns bestimmt auch mal noch an. Ja, beim Gewicht sind wir bei, ja, sagen wir, zwischen 1,5 und 1,6 Tonnen unterwegs, schaffen einen Sprint von 0 auf 100 in 3,4 Sekunden und erreichen eine Höchstgeschwindigkeit bei über 320 km/h. Ob wir die heute erreichen, ich wage es zu bezweifeln, auch wenn die Strecke, das wollte ich vorher eigentlich schon noch sagen, gegen Ende ein bisschen offener wird, laut Minimap. So, und ich glaube, wir haben die Navi-Verbindung verloren, weil jetzt wird nichts mehr angezeigt. Aber keine Sorge, ich habe noch den Überblick. So, zoomen wir mal hier ein bisschen dieses Coupé auszufahren. Ja, und wie gesagt, ich wiederhole es nochmal, natürlich nur meine persönliche Meinung, aber ich finde, der Ferrari Roma ist optisch sehr, sehr gelungen. Was ich tatsächlich nicht von allen aktuellen Ferraris behaupten kann, zum Beispiel der 296 GTB gefällt mir jetzt nicht so überragend. Also ich finde, da hat Ferrari schon Schöneres geleistet. Ich rede nicht von der GT3-Version, vom Rennwagen, sondern wirklich von der Straßenversion beim 296. Aber man muss auch sagen, ne, bei Ferrari misst man natürlich auch mit einem etwas höheren Bewertungsgrad, was die Optik angeht. Weil ich finde, Ferrari hat das eigentlich in ihrer Geschichte eigentlich schon immer ganz gut geschafft. Sportlichkeit, Eleganz, ein gewisses Maß an Aggressivität in ihren Designs, alles irgendwie zu verbinden. Und wenn dann halt ein Auto da mal das nicht 100%ig hinbekommt, dann sei es halt so. Aber es ist schon geil, hier so diese Küstenstraße lang zu ballern, ne? Nur aufpassen, dass ich da jetzt keine Kacke baue. Viel Verkehr. Ich weiche mal hier ganz ungeschickt aus. Aber es wirkt halt lebendiger mit ein bisschen Verkehr. Vielleicht erstellt ja mal noch jemand für LA Canyons. Das ist der Aufruf an alle Traffic-Plan-Modder da draußen. Für LA Canyons die normale Variante, also mit den Abzweigungen, weil wenn man schon mit Traffic-Planer-Kreuzungen und so erstellen kann, wäre das ja geil, weil wir haben ja bei LA Canyons nur die Möglichkeit gehabt, mit Verkehr die Hauptschleife zu fahren. Es gibt ja aber bei LA Canyons da ja deutlich andere Varianten noch. Aber ja, es gibt viele, viele Traffic-Routen, sage ich jetzt einfach mal, für verschiedene Mods und das wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir das jetzt sehen. Und ich finde, für solche Videos ist es doch geil, dass wir so ein bisschen Verkehr sehen. So, jetzt sehen wir auch mal hinten, wenn ich ein bisschen schneller fahre, dass hier hinten auch der Flügel umklappt, also auch aktiver Aero ist am Start. Und eigentlich brauche ich nicht ganz jetzt Licht anhaben. Das werden wir nachher noch brauchen.
schon geil. Schon eine geile Map. Ja, also Phoenix 77 hat da schon zwei sehr, sehr schöne Straßen gebaut, sag ich jetzt einfach mal. Sowas ist ja auch geil, ne? Wenn wir schon in Assetto Corsa halt nicht nur Rennwagen haben, sondern auch normale Straßenfahrzeuge, dann ist doch sowas umso geiler, auch so auf normaleren Straßen, sag ich jetzt mal, auch die auszufahren. Man merkt, guck mal, wie der bounced. Also das ist halt auch geil. Das habe ich auch vergessen, bei LA Canyons zu sagen. Das hat man dort auch schon gemerkt. Diese Unebenheiten auf der Straße, ja? Also wirklich so authentisch irgendwo. Das hat man dort auch schon sehr gut gespürt. Und das ist jetzt hier aber auch richtig zu spüren. So diese Schlaglöcher schon förmlich. Also schon eine kleine Challenge hier. So, ich glaube, jetzt kommen wir ein bisschen zu schnelleren Abschnitten. Versuchen wir doch mal, ein bisschen anzugasen, ohne jetzt einen Unfall zu bauen. Ja, eine Replay-Cam gibt es leider nicht heute, weil da gibt es noch keine Kameras, die eingerichtet wurden. Deswegen müsst ihr ja heute hauptsächlich mit der Cockpit-Sicht oder mit der Chase-Cam vorlieb nehmen. Merkt schon den Untergrund, die Unebenheiten und so. Finde ich aber geil. Das macht es authentisch. So eine allglatte Strecke wäre ein bisschen komisch. Wenn nicht auf einer Rennstrecke. Wenn er durch die Kurve kommt. Oh ja, der liegt sehr gut. Geil. 250 da erstmal so durchballern, muss man auch mehr können. Und ich will keinen Unfall bauen. So. So, und dann müsste das jetzt eigentlich schon Cape San Martin sein, so die Richtung Gorda. Der macht ganz schön langsam. Vorsicht. Es ist gar nicht irgendwo. Ne, ich glaube, wir können noch ein Stück fahren. Ein Stück haben wir noch. Und dann würde ich sagen, auf dem Rückweg machen wir mal den obligatorischen Soundcheck, denn wir wollen natürlich diesen 3,9 Liter V8 Biturbo auch mal in voller Pracht hören. Uah. Ich glaube, ich werde den Verkehr ein bisschen reduzieren, dann aber gleich. Das sieht schon geil aus. Das ist schon. Hat schon was. So, genau. Hier wird jetzt bei mir auf der Map der Turning Point gesagt, hier soll ich jetzt umkehren. Na, man könnte jetzt diese ganzen anderen Straßen da auch irgendwie fahren, aber ich glaube, irgendwann sagt es dann, nö, hier ist jetzt dann Schluss. Deswegen halten wir uns einfach mal an die vorgegebene Route des Erstellers. Ich sehe auch gerade, der Blinker geht automatisch. Moment, das muss ich mal kurz testen. Wenn ich einmal kurz. Ne, jetzt bleibt er an. Wenn ich jetzt lenke, also wie beim echten oder was? Wenn ich jetzt lenke und wieder zurück, dann geht er aus. Tatsächlich! Ist ja geil. Das ist ja geil. Okay, cool. Gut zu wissen. Also einmal Blinker setzen reicht. Nice. Gut, dann würde ich sagen, ich mache mal ein bisschen weniger Verkehr, dass wir vielleicht ein bisschen ballern können. Dann machen wir mal vielleicht nur, ich stelle jetzt mal auf, keine Ahnung, 10 Autos ein. Deswegen sind die jetzt auch kurz despawned und wieder respawned. Und dann würde ich aber sagen, ich halte mal die Klappe und dann hören wir mal ein bisschen rein, ja, in das gute Fahrzeug. Oh.
halt einfach nach einer echten Michael Schumacher Ferrari. Ja, ist schon geil. Ferrari ist halt einfach Ferrari. Ja, ist schon nice. Oh, das ist zu schnell. Uiuiuiui. Ja, einmal musste das sein. Ups. Gleich schon gemerkt, da bin ich zu schnell reingefahren. Aber Schaden habe ich extra fürs Video ausgemacht. Sicher ist sicher. Wenn es nur so einfach in der Realität wäre, ne? Aber dann würden, glaube ich, alle wie gesenkte Säue fahren. Das wollen wir ja auch nicht. Reicht, wenn ich das jetzt tue. Deswegen bitte nicht nachmachen. Mit eurem eigenen, privaten Roma. Ja, der Name Roma, natürlich benannt nach Rom, ja? Nach der italienischen Hauptstadt. Es macht schon Bock, einfach so eine Küstenstraße langballern. So, der schnellere Abschnitt ist jetzt natürlich wieder vorbei. Jetzt wird es wieder ein bisschen kurvenreich, aber ich versuche da mal jetzt einfach ein bisschen auch anzugasen. Verkehr habe ich ja jetzt ein bisschen weniger eingestellt, deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass wir da ganz gut dem ausweichen können. Das war knapp, genau deswegen. Da die A-Säule ein bisschen was verdeckt. Gefährlicher an solchen Straßen. Ja, wie Sie schon gesagt haben, die schönsten, aber auch gefährlichsten Straßen. Genau deswegen. Weil es richtige enge Ecken gibt, wo du gar keine Einsicht hast. Das ist so geil, diesem Klang zuzuhören. Die ganze Zeit, weil ich hier die Straße so ein bisschen nass gemacht habe und ein paar Pfützen da sind, so ein paar kleine. Dass immer so wieder ein bisschen Spritzwasser auf die Scheibe auch kommt. Schon geil, was da alles technisch mittlerweile möglich ist. Und man merkt auch, dass ich halt die Traktionskontrolle nicht auf volle Pulle habe, sondern hier und da immer das Heck ein bisschen ausbricht. Deswegen muss ich immer ein bisschen gegenlenken. Aber so macht es natürlich umso viel mehr Spaß, so ein Fahrzeug zu fahren. Wenn du so ein bisschen auch mit dem Fahrzeug kämpfen darfst. Sogar vielleicht das Risiko erhöhen und die Traktionskontrolle nochmal ein Stück senken. Wie gesagt, 4 von 4 entspricht quasi, wenn man so möchte, 1 von 4. Das ist die schwächste Traktionskontrolle-Einstellung, aber sie ist immer noch entsprechend an. Das kann man auch einfach testen, wenn ich jetzt hier so ins Gas gehe, sollte eigentlich das Heck trotzdem ein bisschen kommen. Ja doch, genau, jetzt kommt es ein bisschen. Was, wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf 1 und 4 gehe, da passiert gar nichts, ne? Das zeige ich, versuche ich mal zu demonstrieren. Nee. Nee. Da geht gar nichts. Deswegen, das ist schon so. Kann man ja einfach testen, indem man einfach ein bisschen mehr einlenkt, ein bisschen ans Gas geht, dann ist es ganz schön schattig hier. Das wollten wir ja auch. Wir wollten ja ein bisschen in die Nacht. Ich mach mal Scheinwerfer an. Wir wollen ja auch gesehen werden. Ah, Sonne neigt sich dem Horizont. Juhu! Ah, ein bisschen so leichter Drift. Die Traktionskontrolle versucht hier ein bisschen wegzuregeln. Unterstützt mich dabei. Schon nice. So muss das. Wird man zum kleinen Kind irgendwo. Das ist eng. Bitte kein Verkehr. Sehr gut. Ich müsste sogar wirklich Traktionsrolle ausmachen, wenn ich ihn wirklich querschmeißen will.
bisschen Sorge, dass ich das Ding komplett wegschmeiße. Also solche Wagen sind immer ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber ich probiere es mal aus. Ja, das war zu viel. Da haben wir gedacht, da wollte ich jetzt zu viel. Aber alles gut, wir leben noch. Ich hoffe, der Transporter wartet da hinten auf uns. Ganz ausparken in 5 Zügen. Ja, natürlich wartet er nicht. Geil ist auch Rückfahrkamera. Seht ihr das überhaupt? Das ist ja auch geil. Guck mal, ist jetzt Rückfahrkamera. Wie gut ist das denn? Wie gut ist das denn? Wenn ich vorschalte und dann guck mal hier. Wie okay, ich bin leicht hyped. Naja, ein bisschen driften geht schon. Aber ja, vielleicht nicht das beste Driftfahrzeug. Ja, lassen wir das mal. Ich glaube, 4 von 4 ist okay, jetzt ein bisschen querfahren. So, wir machen ein bisschen Licht. Denn die Sonne. Ah, da können wir ja auch mal kurz hingucken, oder? Das müssten wir doch jetzt hier sehen. Die Sonne sich jetzt hier so langsam den Horizont neigt. Geil. So, wir wollen aber noch hier zurückfahren. Deswegen, wir haben noch einen kleinen Weg vor uns. Deswegen spule ich mich jetzt mal ein bisschen. Dass wir einmal rauf und runter gefahren sind. Und wie gesagt, das eine Endstück habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Auch wenn das jetzt, glaube ich, nicht so spektakulär ist. Aber dass wir da zweimal diese 23 Kilometer gemacht haben. Aber stellenweise müssen wir ja auch ein bisschen bummeln. Finde ich schon wichtig. Ja, ansonsten, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so wäre, würde ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben freuen. Wie schon gesagt, Mod-Vorschläge immer gerne in die Kommentare oder gerne auch per... da machen sie sogar Feuerwerk. Hui! Per Privatnachricht oder so könnt ihr auch machen, wenn ihr wisst, wie ihr mich kontaktieren könnt. Aber Kommentare ist auch völlig fein. Und ich notiere mir das fleißig mit. Wie gesagt, nächstes Video wird auf jeden Fall ein bisschen... schneller, sage ich jetzt mal. Wobei ich jetzt hier auch nicht gerade langsam mache. Jetzt hier im Dunkeln ist noch ein anderes Niveau, ey. Aber hier sind wir gestartet. Genau, hier sind wir gestartet. Ah, wir fahren jetzt einfach das Stückchen nochmal weiter. Ja, der Verkehr, der Traffic macht auch Licht an, falls es sich jetzt einer schon gewundert hat. Ich glaube, die machen das nur ein bisschen mit Verzögerung, da ich jetzt halt so einen krassen Zeitfortschritt eingestellt habe. Kommen die da, glaube ich, nicht so ganz mit oder hinterher, dass jetzt eigentlich schon Nacht ist. Da sind auch noch ein paar fiese Straßen, so ist es hier nicht. Richtig fiese noch, sehe ich auf dem Minim. Auf dem Radar sieht man es auch, beziehungsweise auf dem ist ja wieder da. Das Navi. Jetzt haben sie das Licht angemacht. Aber sieht es ganz schlecht, aber nur. Aber man sieht es im Rückspiegel, sieht man es, glaube ich, wenn ich da hinfahre. So ein bisschen, naja. Müsste ich wahrscheinlich das Licht ausmachen, dann würde man, glaube ich, sehen, dass sie es anhaben. Gut, ich fahre die ganze Zeit mit dem Fernlicht. Ich blende die halt übelst, ne? Das ist das normale Licht, da siehst du halt nichts. Aber gut, so ist es halt. Und das ist dann das Richtige, das ist halt natürlich hell. Die fahren halt nicht mit dem Fernlicht, so wie das aussieht. Ne? Hier, guck mal, ganz wenig Scheinwerfer haben die. Wenn sie mal komplett ausmachen, dann sieht man so ein bisschen. So, aber wir sind tatsächlich angekommen am finalen Stück. Und deswegen würde ich jetzt einfach sagen, ich parke jetzt hier einfach mal, wie es sich gehört. Und dann werfen wir hier nochmal einen Blick raus, auch wenn wir nicht viel sehen, weil es ist Nacht. Wir sehen ein bisschen Sternenhimmel. Mehr gibt es nicht zu sehen. Ja, wir sind mittlerweile 8:30 tatsächlich abends. Und wir sehen unser cooles Fahrzeug. Geil. Ja, wunderbar. Dann soll es das aber gewesen sein. Wie schon gesagt, ich hoffe, du hattest viel Spaß heute. Und ja, ich bin raus an dieser Stelle. Und dann bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Ciao.